Das ist übrigens Lebensretterkohle. Mein bester Freund, die Lebensretterkohle. Die bleibt da jetzt auch. Damit der Nächste sich denkt, die nehme ich weg und dann tot. Tschüss. Wo zur Hölle kommst du denn her? Lebensretterkohle, warum hast du nichts gesagt? Lecker, ein rohes Hühnchen. Lass uns dieses rohe Hühnchen wegschmeißen. Will jemand Nachtsicht? Ich würde jetzt eigentlich gerne eine Nachtsicht haben, hätte ich kein Problem damit, aber jetzt das Hinporten und Herporten und das. Muss nicht sein. Über uns eine gigantische Höhle. Ich hoffe, dass Ray's Minimap kein, keins dieser Map ist. Ray's Minimap erlaubt, Fragezeichen. Alles klar. Okay, also Riz, ich weiß nicht, warum ich klar immer, da schreibe ich immer Color. Weil ich irgendwie dieses R schneller als das L tippe. Oh, sehr schön. Läppisches Lazuli, wer freut sich da nicht? Keine Ahnung, warum ich jetzt gefreut habe, ich weiß es nicht. So. Was ist das denn? Eisen. Bei Eisen freue ich mich dann schon ein bisschen mehr. Und weiter geht's, hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen Lava finden. Juhu, juhu, juhu. Mal schauen, kommen wir auf den Flieder mal weg. Schokolade auf dem Flieder können wir später immer noch holen. Ja, auch hier denkt sich die Lava. Nope. Okay, dann holen wir hier jetzt einfach mal rohes Rindfleisch. Komm, wer braucht das? Wir sind auf Höhe 9, das heißt... Wow. Lebensretterkohle. Was? Wollen wir mal schauen... Alter, wenn die ganze Zeit Satinas Ketten und so Musik im Hintergrund spielt, dann will ich einfach unbedingt Silent spielen. Aber es ist noch nicht draußen und es wird übrigens höchstwahrscheinlich das Minecraft Let's Play wird so lange gehen, bis Silence draußen ist. Also dieses Let's Play, nicht das endlose Let's Play, das geht natürlich endlos. Wer hätte es gedacht? Dieses Let's Play wird wahrscheinlich so lange gehen, bis Silence draußen ist und dann wird Silence gespielt gleich ab den ersten Tag. Und wenn ich 5 Let's Plays raushauen muss, es wird Silence vom ersten Tag an gespielt. Ich werde es auf jeden Fall vorbestellen. Ich habe gestern mal auf der Dedelica Home-Seite geschaut. Da gibt es aber noch keine Vorbestelloption. Da muss ich mal gucken, wo ich das bekomme. Wird bestimmt an die 50 Euro kosten oder so. Aber ganz ehrlich, was ich da schon gesehen habe, grafikmäßig, das ist es mir wert. So, mal die Sticks wegschmeißen. Finden echt, ich muss mal die Kohle weglegen, ich tue die ganze Zeit die Kohle. Für den Mist hier opfern. Moment, so wollte ich das. Da machen wir uns einfach mal noch kurz ein paar Fackeln und dann fliegt das Zeug raus. So. Hier ist auch überall Lava, gell? Boah. Ist zum Glück gar nicht nervig oder so. Ich habe immer Angst, dass mir überhalb oder unterhalb meines Sichtfeldes einfach mal ein Diamant verschwindet, dann, dass ich den nicht sehe. So, warum ist das schon wieder mein Inventar? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das Spiel mobbt mich. Habe ich überhaupt eine Antwort bekommen? Ich glaube, ich habe keine Antwort bekommen. Auf die Webcam-Frage. Naja.
Hat auch überlegt, ob ich eventuell meine Twitter-Runde mache. Also ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, bei Twitter ist ja der Chat so, dass der durchläuft. Wenn du dein Gespräch öffnest, dann läuft das, glaube ich, durch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich weiß ja mein Twitter-Passwort nicht mehr. Ich habe mich da mal angemeldet, weil ja jeder war da und da hat sich auch mal angemeldet. Und da habe ich so ein paar Seiten abonniert, geliked, die so ein paar Infos gebracht haben, um ein bisschen informiert zu sein. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ja, Twitter halt, ne? Wow. Da twittert jeder Vogel mehr. Ah, oh Gott. Witz, Witz, komm raus. Nein, bitte bleib drin. So. Auch hier wieder Eisen ohne Ende. Das gefällt mir. Da haben wir bald keinen Eisenmangel mehr. Okay, jetzt haben wir hier Holz. Da würde ich einfach mal... Weißt du was, dann schmeiße ich die Stiefel weg dafür. Die sind eh kaum noch haltbar. Und wir finden echt wenig Diamanten. Kann sein, dass wirklich die Ressourcen runtergedreht wurden. Oder haben wir nur Pech gerade. Kann natürlich auch sein, aber... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Ressourcen runtergedreht wurden. Nicht lange Smooth, ich glaube, der hat gefragt, ob auch selber ein S-Mod-Moderator irgendwas ist. Ich glaube, es haben sich nur die Farben geändert. Das Witzige an der Sache ist, ja, es gibt ja eigentlich, die haben extra für mich... Oder weiß ich, ob extra für mich... Es war auf jeden Fall mal auf Facebook war meine Seite und da stand dann da, ja, hier, wir haben neue Ränge eingefügt. Und da habe ich dann gesagt, wie jetzt? Und es gibt keinen Rang für Let's Player. Und da haben sie extra YouTuber-Rang eingefügt. Und jetzt habe ich ihn nicht. Jetzt habe ich den Rang nicht. Ich will den Rang. Der war so schön rot. Ach komm, ey, wisst ihr, das ist komische Goldsachen. Die sind zwar schön anzuschauen, aber das war's dann auch. So, ich sollte mir vielleicht das Ding mal irgendwie so entpacken, damit ich nicht so tausendmal scrollen muss. Ich hoffe, wir finden noch Diamanten, weil es sollte sich ja irgendwie auch lohnen, ne? Dieses Diamantensuchen. Oh, Eisen. So, jetzt können wir den coolen Trick machen, den ich früher mal gerne gemacht habe, und zwar slash set home 3. So, und jetzt machen wir einfach home 2. So, sind wir zu Hause. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Und dann packen wir den ganzen Spaß hier rein. So. So. Und dann haben wir hier noch Holz gesammelt. Das kann noch mit da rein. Dann können wir die ganzen Äxte hier rein. Dann kann auch die Axt hier rein, weil die wir jetzt nicht brauchen. Dann kommt der Spaß auch erstmal rein. Der Bogen kann weg. Dann kann das Schwert weg. Dann kann das Ding weg. Das ging weg. So. Die Erze. Machen wir uns wieder genauso wie vorhin. Wir haben noch mittlerweile noch keine Glückshacke. Deswegen kommen alle Erze, die mit Glück abgebaut werden könnten, erstmal zu mir. Genau wie Redstone und Lapis. Die anderen Erze kann ich hier reinlegen. Die kann er, wenn er möchte, dann brennen. Erze, genau. Die kann er, wenn er möchte, dann brennen. Wir haben mittlerweile, wir müssen uns erstmal diese Kuh. Naja, egal. Okay, Home. Ach Quatsch, Home muss ich hochschreiben. Home 3. So. Und da sind wir wieder mit Lerninventar und weiter geht's. Ich finde übrigens mal, das ist mir auch aufgefallen momentan, dass 3-4 Leute wirklich sehr ergiebig die Thumbnails momentan liken. Ich denke mal, ich würde jetzt einfach vermuten, es liegt daran, dass die Thumbnails euch gefallen. Und sollte es wirklich so sein, dann freut mich, dass euch die neuen Thumbnails, die ich jetzt erstellt habe, gefallen. Habe ich so auch ehrlich gesagt noch nie auf YouTube gesehen. Deswegen finde ich es recht originell. Und es tut sich auf jeden Fall, wenn man so
Ich hab's mal aus Spaß. Oh. Ich hab mal aus Spaß Nevergest LP eingegeben und da hat man dann doch, sag ich, geil aus. Wenn die ganz normalen Thumbnails dann von anderen, hat man natürlich nicht nur Nevergest LP bekommen. Wenn die ganzen Thumbnails dann von normalen YouTubern, das heißt normal von anderen YouTubern kommen, diese normalen Dinger halt. Und dann zwischendrin hast du halt diese coolen, die halt ein bisschen kleiner sind, ein bisschen rundlicher und das sieht voll geil aus, fand ich. Da hat bestimmt schon jemand vor mir auf die, ist bestimmt schon jemand vor mir auf die Idee gekommen, aber ich find's eigentlich ganz geil. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier Lava ist oder nee, das ist Wasser. Okay, irgendwas ist das Wasser. Interessant. Wir könnten uns auch mal Obsidian... Oh, Ende der Welt. Wir könnten uns ja rein theoretisch auch Obsidian farmen, aber momentan habe ich da jetzt gerade keine Lust dazu. Und da machen wir lieber so eine Folge, wo dann wieder da steht, voll ätzend, langweilige, super tolle Obsidian-Farming-Aktion. Kennt ihr ja noch, also so nenne ich die Obsidian-Farm-Folge eigentlich immer, weil ganz ehrlich, Obsidian-Farm ist eine Qual. Möchtest du da eigentlich das Seil nehmen und dich einfach irgendwo aufhängen? Aber es ist eine Qual, aber man muss einfach sagen, es gehört zu Minecraft. Das Obsidian lange braucht, gehört einfach zu Minecraft. Und man kann es ja, glaube ich, jetzt auch beschleunigen. Normales Obsidian abbauen dauert, glaube ich, 16 Sekunden. Ein Block. Und ich glaube, wenn man es komplett beschleunigt mit allem, was man hat, dann dauert es nur noch 6 Sekunden oder so. Also, das ist ja jetzt wirklich auch nichts mehr. Aber da braucht man ein gutes Equipment. Obwohl, ist auch nicht jetzt so schwer, Obsidian zu farmen. Eine FE5-Fackel, ich weiß gar nicht, ob FE5 geht, aber FE4 auf jeden Fall. Da ist das Klacks, was es machen. Hat man ja früher auf unseren alten Server, also auf Magic Mine hat man das ja auch alles. FE5, 4, 53, 7, 95 hacken. Was weiß ich nicht. Und jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich habe in meiner Voraussicht Set Home 3 Home. In meiner Voraussicht habe ich natürlich alle Haken weggepackt und habe nicht drüber nachgedacht, dass ich ja auch noch eine brauche, um normale Rohstoffe abzuernten. Oh, kein Ding, dann kann ich gleich mal den Spaß wieder wegtun. So. Home 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin so dumm. Ich bin echt so selten dumm. Jetzt habe ich das Holz vergessen. Holz. Holz und... So. Ich würde sagen, wir meinen jetzt noch so lange... bis die Fackeln alle sind. Und dann fangen wir an mit Bauen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt schon verschwendet haben fürs Let's Play. Wie viel Zeit wir jetzt schon genutzt haben fürs Let's Play. Kann ich jetzt so sehr gar nicht sagen. Wir haben echt noch keinen Diamant gefunden. Das ist echt krass eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir zu tief sind. Ob das vielleicht geändert wurde in der letzten Zeit. Dass man in der Höhe dann vielleicht noch nicht mehr so viele findet. Aber eigentlich...